Herzlich willkommen zu einem meiner kurzen Selbstgespräche. Das Thema meines heutigen kurzen Selbstgespräches lautet: Kennst du den ersten Grund, warum aus 9 von 10 langjährigen Liebesbeziehungen Angstvermeidungsbeziehungen werden? Kurz vorab: Die Art und der Inhalt meiner Arbeit unterscheidet sich fundamental von annähernd allem, was etablierter therapeutischer Meinung oder etabliertem therapeutischem Ansatz entspricht. Die Art und der Inhalt meiner Arbeit basiert auf der Öffnung deines Herzens, basiert auf der Quelle deiner Energie in dir. Das Fundament meiner Arbeit ist nicht, wie erdiele, erkämpfe, erbettle, ermanipuliere ich mir Liebesfluss, Energiefluss aus dem anderen. Der Krieg, sämtlicher Krieg, sämtliches Drama auf der Welt hat sein Fundament in der geschlossenen Quelle der Mehrheit der Menschen auf der Erde. Und so geht es in meiner Arbeit und auch in der Welt des Morgen, in der neuen Welt, nicht mehr darum, wie erdiele, erkämpfe ich mir, wie manipuliere ich mir mehr Annahme, Verbundenheit, Liebe aus meinem Spiegel, aus dem anderen. Das radikale Fundament und die radikale Aufgabe, der Sinn und der Zweck meines Lebens ist, Menschen Werkzeug zu geben, um die Quelle in sich selber zu öffnen und eben kein Süchtiger, kein Manipulierender, kein Getrennter, ganz wichtig, kein Getrennter von Energie, von der Quelle, von Liebe, von Gott mehr zu sein. Eine neue Welt braucht Menschen, die ihr Herz geöffnet haben, mitten durch ihre Ängste hindurch, die ihre Quelle geöffnet haben und deren Gefühl für sich, deren Lebensfreude, deren Lebensqualität, deren Ich Bin, deren Verbundenheit nicht mehr abhängig ist vom Verhalten anderer. Das ist und bleibt das radikale Fundament meiner Arbeit. Das ist nicht etabliert, das führt zu keinem Beifall und damit werde ich nie die Mehrheit der Menschen erreichen. Das ist mir bekannt. Du wirst übrigens erst dann auf einen Menschen treffen, der dir Wahrheit erzählt, wenn dieser Mensch nichts mehr von dir haben will. Und wir Menschen werden überhaupt erst wahrhaftig miteinander reden, wenn wir nichts mehr vom anderen haben wollen. Wir haben allerdings alle in einer Phase unseres Lebens, die wir Kindheit nennen, gelernt, dass wir für unsere authentischen Worte, für unser wahrhaftiges Sein, für unser wahrhaftiges Sprechen, für unser Ich Bin, für unser Nichtwissen um die Traumata, um die Ängste, Schatten, Dämonen der anderen, unserer Eltern, unserer Götter. Wir haben alle in unserer Kindheit erfahren, dass wenn wir Wahrheit sprechen, wenn wir wahrhaftig sind, wenn unser Herz offen ist, wenn wir einfach nur sind, ich bin authentisch, wir die schlimmste Ablehnung, den schlimmsten Liebesentzug, die schlimmste Trennung, die schlimmste Sanktionierung unseres Lebens erfahren. Und dementsprechend haben wir heute eine Therapeutenlandschaft, eine Coachinglandschaft, die dir Manipulationswerkzeug hoch erfolgreich verkauft, mit dem du dir die Energie, die Liebe durch das Erlernen von neuen Masken, neuen Rollen, neuen Strategien, neuen Verhaltensweisen, Strategien, mit denen du dir die Energie eines anderen erdielen kannst, um von außen nach innen etwas mehr Liebe zu fühlen, als du jemals in dir fühlst. Du bleibst lebenslang ein Süchtiger, ein Abhängiger, ein Bedürftiger nach der Liebe, der Rettung, der Heilung, der Verbundenheit durch einen anderen. Und das ist die schlimmste Form von Leben. Sucht, Mangel, Bedürftigkeit, Trennung, ein Sklave des Verhaltens anderer, ein Manipulateur in einen Spiegel, eine Reflexion, die dir etwas mehr Liebe spiegelt, als du in dir selber fühlst. Jetzt kommen wir aber zurück zum Thema meines heutigen kurzen Selbstgespräches.
kennst du den Grund Nummer eins, den dir nicht mitgeteilten, aber ersten Grund, warum aus mehr als 9 von 10 langjährigen Liebesbeziehungen Angstvermeidungsbeziehungen werden? Eine Liebesbeziehung ist eine Beziehung, wo zwei Ganze ihre Quelle in sich selber offen haben und miteinander ganzer werden, also sich darin unterstützen, die schönste Version ihrer selbst zu werden, mitten durch ihre Ängste zu gehen, ihr eigenes wahrhaftiges Leben zu leben. Eine Angstvermeidungsbeziehung ist eine Beziehung, wo zwei Halbe bedürftig nach dem Auffüllen der Liebe, der Annahme, der Verbundenheit eines anderen bleiben, alleine keinen Lebenssinn, keine Lebensfreude fühlen, sich nicht um ihr wahrhaftiges Leben kümmern, sich nicht um ihre eigenen Themen kümmern, bedürftig, mangelhaft, getrennt von sich selber bleiben, Verbundenheit nur über die Liebe, den Spiegel durch den anderen fühlen. Grund Nummer eins, warum aus anfänglichen Liebesbeziehungen in den allermeisten Fällen Angstvermeidungsbeziehungen werden, ist genau der, der dir in etablierter Paartherapie bis zum Abwinken beigebracht wird. Was ist denn Thema Nummer eins? Was ist denn das, was dir in etablierter Paartherapie als allererstes beigebracht wird und noch immer beklatscht, bejubelt, mit ganz viel Annahme und Beifall bekundet wird? Was ist das? Kümmere dich um den anderen, finde raus, was der andere will, lerne die Bedürfnisse des anderen zu lesen, sei der Bedürfnisbefriediger des anderen. Und genau das, exakt das, ist Grund Nummer eins dafür, dass die meisten Liebesbeziehungen versanden in schmerzhaften, süchtigen, co-abhängigen Angstvermeidungsbeziehungen. Ohne deine Liebe, ohne deine Annahme, ohne deine Aufmerksamkeit, ohne deine Gegenwart, ohne deinen Beifall, ohne dich macht mein Leben keinen Sinn, fühle ich keine Lebensfreude, fühle ich keine Liebe, Mogli, hör auf damit, fühle ich kein, ich bin richtig so wie ich bin, ich puste mir Konfetti ins Leben, mein Leben macht Sinn, ich bin die Lösung meiner Probleme, ich bin mein Problem, ich habe meine Probleme erschaffen, um sie selber zu überwinden. Also, exakt der Grund oder exakt das, was dir in etabliertester Therapie als die Lösung deiner Probleme verkauft wird, nämlich lerne, die Bedürfnisse des anderen zu lesen, kümmere dich um den anderen, befriedige die Bedürfnisse des anderen, erfülle die Wünsche des anderen, exakt das, dein beim anderen sein, exakt das ist, genau das ist Grund Nummer eins dafür, dass aus Liebesbeziehungen öde, sexfreie, anziehungsfreie Handelsgemeinschaften, GmbHs, Angstvermeidungsbeziehungen werden. Exakt das, dein beim anderen sein. Woher kommt denn das? Und habe ich gesagt, du sollst dich nicht empathisch, mitfühlend, wahrhaftig, treu und ehrlich um den anderen kümmern? Habe ich gesagt, du sollst nicht exklusiv eine monogame Liebesbeziehung zu einem anderen führen und mitfühlend und sensibel ihm gegenüber sein? Das habe ich alles nicht gesagt. Aber wenn das Fundament deiner Beziehung zu einem anderen, dein beim anderen sein, dein seine Bedürfnisse an erste Stelle stellen, seine Wünsche erfüllen, wenn all das für dich das Fundament deiner Partnerschaft ist, dann wirst du dich nicht nur in dem verlieren, nein, du wirst in dem verbleiben, aus dem du nie aufgewacht bist, nämlich deinem Bedürftigen in der Natur der Sache nach Liebe süchtigen oder von Liebe abhängigen Kind. Du wirst das Kind deiner Kindheit, das in der Natur der Sache
nach Liebe bedürftige Kind deiner Kindheit niemals verlassen, aber eine erwachsene Liebesbeziehung mit erfüllter Sexualität, mit erfüllter Nähe, mit Wahrhaftigkeit, mit Ehrlichkeit wird ja nicht zwischen Kindern geführt. Das geht ja nicht. Ein Kind ist in der Natur der Sache co-abhängig und bedürftig. Und so wird irgendwann keine Sexualität mehr stattfinden, keine Nähe, kein Abenteuer, keine Flugzeuge im Bauch, nichts mehr. Weil du mit deiner ganzen Energie und Aufmerksamkeit, deinem Blick nur noch beim anderen bist, um ihm, damit du etwas zurückbekommst, was du in dir selber übrigens nicht fühlst zu haben, um ihm jeden seiner Wünsche zu erfüllen. Du bist bei ihm oder bei ihr, bei ihm, bei ihm, bei ihm, bei ihr, bei ihr, bei ihr, bei ihr. So funktioniert keine erfüllte Liebesbeziehung. Natürlich kannst du so jahrzehntelang Beziehungen führen und die meisten langjährigen Partnerschaften, und ich habe inzwischen viele, viele hunderte von Partnerschaften begleitet, versanden natürlich in Angstvermeidungsbeziehungen, in Handelsgemeinschaften, in GmbHs. Ich brauche dich, ich bin bedürftig nach deiner Annahme, du bist nützlich für mich, du gibst mir, ich gebe dir. Aber wenn du mit deiner Aufmerksamkeit zuerst vor dir, bevor du deine Bedürfnisse befriedigst, bevor du deine Ängste hältst, bevor du deine Schatten annimmst, bevor du deine Wahrheit lebst, wenn du mit deiner Aufmerksamkeit vor dir beim anderen bist, dann bringt das in der Natur der Sache unfassbare Unzufriedenheit mit sich, denn das Kind in dir, das du lebenslang in deinem Solarplexus trägst, dieses Kind in dir sehnt sich danach, durch deinen Erwachsenen angenommen, gehalten zu werden, sehnt sich danach, dass dein Erwachsener seine Bedürfnisse befriedigt, sehnt sich danach, dass dein Erwachsener das, was dem Kind Spaß macht, es die Zeit vergessen lässt, in die Welt bringt. Das Kind in dir sehnt sich nach der Annahme der Liebe, dem Schutz, der Geborgenheit, dem Wachsen durch deinen eigenen Erwachsenen. Aber dein Erwachsener kümmert sich ja lieber um die Bedürfnisse des Kindes, des anderen. Und so gehen wir eben, wie die Mehrheit der Menschen auf der Welt, in eine immer traurigere, langweiligere, unbefriedigendere, unerotischere, mit immer weniger Anziehung verbundene, immer mehr in Routinen versackende Angstvermeidungsbeziehung, weil dein Erwachsener sich ja um das Kind, um die Bedürfnisse des Kindes in deinem Partner kümmert. Und ich darf dir eine Sache mitteilen. Will ich dich hier Narzissmus lehren? Will ich dich hier lehren, ohne Rücksicht auf Verluste und ohne Achtung deines Partners deine Bedürfnisse zu befriedigen und nur deine Wahrheiten zu leben? Nein, natürlich nicht, und das ist doch überhaupt nicht möglich, weil du ehrlich und wahrhaftig die Bedürfnisse deines Partners erst dann sehen und erfüllen kannst, wenn du in einer Standleitung lebst zwischen deinem Erwachsenen und deinem Kind, wenn du deine Bedürfnisse befriedigst. Es ist gar nicht anders möglich, als dass du mit jemandem zusammenlebst. Und das ist nicht zwingend der, mit dem du in eine Angstvermeidungsbeziehung gegangen bist. Es ist nicht anders möglich, als dass du in Gottes perfekter Ordnung, und das ist die Ordnung geöffneter Herzen, ja? Gottes perfekte Ordnung findet auf der Erde statt durch dein und mein geöffnetes Herz. Raus aus dieser kranken Kontrolle, optimierten, wahnsinnigen Angstvermeidungswelt in eine Liebeswelt, in eine Welt der Liebe. Muggi, bleib hier. Raus aus einer Angstvermeidungswelt in eine Welt der Liebe. Mogli finden wir nicht durch einen neuen Gott oder den richtigen Gott oder außerirdische Herrscharen oder neue Regierungen. Raus aus einer Angstvermeidungswelt in eine Welt der Liebe finden wir durch unser eigenes geöffnetes Herz. Das ist Arbeit von innen nach außen. Also Grund Nummer eins, warum aus vielleicht anfänglich einer Liebesbeziehung eine Angstvermeidungsbeziehung wird, ist, weil du wieder in deine Kindheit einschläfst und das, was du in deiner Kindheit tun musstest, nämlich die Bedürfnisse, die Wünsche, die Verhaltensauffälligkeiten deiner Götter, deiner Eltern vor deine stellen,
In diese Phase rutschen wir mehr oder weniger in den meisten unbewussten Beziehungen, in denen wir bedürftig und süchtig nach der Annahme und Liebe des anderen bleiben, weil wir unsere Quelle in uns selber nicht geöffnet haben. Wir rutschen also in unsere eigene Kindheit zurück und glauben, über die übermäßige Befriedigung und Erfüllung der Wünsche, Erwartungen, Bedürfnisse des anderen uns etwas mehr Liebe von außen nach innen erdielen zu können, als wir in uns selber fühlen. Und das führt zwangsläufig zu einer nicht mehr Liebesbeziehung, weil du ja nicht liebst, sondern du dealst. Es ist keine Liebe, wenn du die Bedürfnisse eines anderen über deine stellst, wenn du mehr beim anderen bist als bei dir. Es ist energetisch unfassbar saugend, wenn du dich nicht darum kümmerst, selber deine Bedürfnisse zu erkennen und deine Bedürfnisse zu leben, deine Gaben zu leben, wenn du keine Standleitung in dir selber herstellst und wenn du nicht dich an erste Stelle stellst, dich darum kümmerst, dass du bei dir bleibst, dass du durch deine Ängste deine Wahrheit lebst, dass du dein Kind in dir hörst. Wenn du nicht bei dir bleibst, dann verlierst du dich in einer frustrierenden, immer weniger anziehenden, immer routinierter und unerotischer werdenden Handelsgemeinschaft GmbH Angstvermeidungsbeziehung. Der erste Grund, abschließend noch einmal, warum in 9 von 10 Fällen aus Liebesbeziehungen Angstvermeidungsbeziehungen werden, ist genau der, der dir von etablierter Therapie als die Lösung deiner Probleme verkauft wird. Sei beim anderen, sei beim anderen, sei beim anderen, sei noch aufmerksamer den anderen betreffend. Das ist eine total verkorkste, verquere, auf dem Kopf stehende Welt irrer Therapie, die natürlich von dem ausgeht, aus dem sie kommt. Die etablierte Therapie auf der Erde kommt aus einer inneren Mangelidentifikation und nicht aus einer inneren Liebes- und Fülle-Identifikation. Aber wir müssen doch erstmal werden, und zwar nicht im Kopf, sondern im Herzen gefühlt, was wir uns vom anderen wünschen. Wir müssen das doch erstmal werden. Liebe, Mut, Ehrlichkeit, Integrität, Verantwortung, Wahrhaftigkeit, ein eigenes erfülltes Leben, ein eigenes Abenteuer, das müssen wir doch erstmal werden. Nicht der andere ist Liebe, Mut, Rettung, Abenteuer, Wahrhaftigkeit. Das müssen wir doch erstmal selber werden. Und dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als in unseren Beziehungen einem anderen, dem Richtigen, genau die Empathie, das Mitgefühl, die Wahrhaftigkeit, die Ehrlichkeit, den Mut, die Liebe zu schenken, die wir in uns selber aufgebaut haben. Aber wir können uns doch nicht verkehrt herum von außen nach innen etwas erdielen, das führt zu immer mehr Mangel, immer mehr Unzufriedenheit, immer mehr Trennung, weil unsere Probleme fußen in innerer Trennung und wir wollen unsere innere Trennung durch eine äußere Verbindung herstellen. Aber weder der andere noch du seid ja in euch selber verbunden. Also bleibt das ein furchtbarer Trickbetrug, der irgendwann zu immer mehr Enttäuschung, immer mehr Vorwürfen, immer mehr Schmerz und immer mehr Abstoßung führt. Du musst zuerst deine Wahrheit, deine Werte kennen, wissen, leben, kommunizieren, dein Herz öffnen, deine Bedürfnisse befriedigen und natürlich nicht respektlos übergriffig. Nein, natürlich müsst ihr in einer Beziehung ähnliche Werte haben. Aber wenn du nicht dich um deine Bedürfnisse kümmerst, bei dir bleibst, deine Ängste annimmst und hältst, Liebe herstellst, Licht herstellst, Annahme herstellst für deine eigene Dunkelheit, für deine eigenen Ängste, für deine eigenen Traumata, dann ist, wenn du das überempathisch für einen anderen tust, das ein übler Trickbetrug, um dir etwas zu erdielen, der wird niemals funktionieren und führt zu Enttäuschung, zu immer mehr Trennung, weil das Kind in dir, je mehr du dich um das Kind des anderen mehr als um deines kümmerst, immer mehr schreit, immer unzufriedener wird, immer mehr Verhaltensauffälligkeiten zeigt. Du wirst immer mehr Unzufriedenheit, immer mehr Schmerz, immer mehr Wut, immer mehr Trauer in dir fühlen, wenn du dich um die Bedürfnisse des anderen mehr kümmerst als um deine. Andersherum, erst wenn du dich um deine Bedürfnisse ehrlich, wahrhaftig, mutig, diszipliniert kümmerst, kannst du dich wahrhaftig um die Bedürfnisse des anderen kümmern.
Und das ist der Inhalt meiner Arbeit, dass Menschen nicht ihr ganzes Leben verwirken in einer Angstvermeidungsbeziehung, in der Sucht, der Hoffnung, dem Warten auf Rettung, Heilung, Erlösung durch einen anderen. Das wird nicht passieren, darf nicht passieren, kann nicht passieren, ist unmöglich. Du bist geboren worden, um dich selber zu retten, nachdem du deine eigenen Traumata, Ängste, Schatten, Dämonen, kindlichen Dramen mitkreiert hast, um sie in deinem Leben selber zu überwinden, nicht durch deine Dualseele überwinden zu lassen oder Jesus Christus oder einen externen Gott deiner Wahl. Nein, das musst du selber tun, dein Herz öffnen mitten durch deine Ängste, Schatten, Dämonen. Du musst deine Bedürfnisse erkennen, fühlen, halten, befriedigen und dann erst bist du ein ehrlicher Mensch in einer Beziehung, der ehrliche Nähe und Liebe, ehrliche Verbundenheit lebt, wie innen so außen. Er ist verbunden mit sich und er kann Verbundenheit mit einem anderen leben. Du kannst aber nicht langfristig Verbundenheit mit einem anderen leben, erfahren, fühlen, wenn du in dir selber getrennt bist. Das ist ein furchtbarer Trickbetrug und leider noch immer der beklatschteste, etablierteste, weil was will der Drogensüchtige haben? Drogen. Er will doch keinen Drogenentzug. Der Drogensüchtige, also der mit Mangel identifizierte, der sucht ja Drogendealer, die ihm den nächsten, die ihm einen Weg in den nächsten Schuss zeigen und nicht etwa einen Drogenentzug. Aber ich bin kein Drogendealer, ich bin kein klassischer Therapeut, ich bin kein spiritueller Lehrer, ich bin Bewusstseinslehrer, der dir Werkzeug zu geben hat, damit du in die Liebe in dir findest. Und das ist nicht beklatscht, das ist nicht bejubelt. Der Drogendealer ist beklatscht, bejubelt. Und das ist furchtbar. In diesem Sinne, vielen Dank für deinen Mut, auf dich zu schauen. Wenn du Begleitung möchtest auf deinem Weg zurück zu dir, findest du mich auf meiner Website www.martinuhlemann.de. 15 Minuten eines gemeinsamen Gesprächs sind nach wie vor kostenfrei. In denen geht es um dich. Schau gerne auf meine Website, ob eines meiner Coaching-Angebote für dich passt. Es kommen jetzt demnächst neue Ausbildungen zum Liebenden in ganz Deutschland auf meine Webseite. Heute findet eine Ausbildung zum Liebenden im Allgäu in der HRZ statt, 50 Kilometer vom Bodensee entfernt. Dort ist noch ein Platz frei. Vielen Dank für deinen Mut, auf dich zu schauen. Tschüss.